So, da sind wir wieder zurück nach dem ungebetenen Besuch, der gerade noch erschienen ist. Und sind wir jetzt wieder dabei. So, das Ganze von der anderen Seite. Gehen wir mal ganz. Ja, so eine kleine riesige Probe für zu kommen. Du musst in Sektor 4 besser fahren als bisher. So, und dieses Aggressive vielleicht bringt uns das zurück. Zumindest schon mal eine Zeit gewonnen hier. Zeit gut gemacht. Die ist ja so kaputt, ich mal weg. Jawohl. Komm her, komm. Boah. Können wir so weit zurückspulen? Wie dieses Plingobello da. Das glaube ich nochmal neu, Leute. Das war ja schon so Bingo, so pling, 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 pling. Da ist der Motor eigentlich schon hin und du kannst den Rest eigentlich auch schon wegbauen. Wenn du diese Runde gewinnst, haben wir das Event im Sack. Du machst Boden gut. Push weiter. Versuchen die Lust. Komm schon, schenk ihm doch nicht einfach die Runde. Du darfst aggressiv sein, aber bitte ohne Berührung. Oh, schade. Du hast es irgendwie geschafft, disqualifiziert zu werden. Also das darf man also doch nicht. Verstanden wir die Manöver. Verbesser deine Zeiten im zweiten Sektor, dann hast du gute Chancen. Eingedacht hier. Aber er hat ja was am Anfang gesagt. Rang ist hier nicht drin. Holen wir uns doch das Ganze dann auf die legale Weise. Zumindest hier haben wir gerade den Boden gut gemacht. Also mal wieder Boden für ihn geben. Das heißt so, dass er hier besser ist. Aber mit Sicherheit führen wir dieses Rennen auch ohne unsere 5 Sekunden Vorsprung sicherlich schön ins Ziel und gewinnen dieses Rennen für uns. Strecke hier unten. Wieder diese schöne Menschenversammlung und ab durchs Ziel. Haben wir uns doch auf dem legalen Wege statt durch die Disqualifikation uns das Rennen. Tolle Offensivleistung. Du hast ihm keine Chance gelassen. Von Anfang an immer dabei. Schön. Wieder ein paar Fans dazu. Wir müssen etwas tun, um die kommende Saison mehr ins Gespräch zu bringen. Für dich stehen einige Promo-Events an, die dabei helfen sollten. Ohne ein Promo-Event. Alter. Stande mal ein Promo-Event. 3 Runden. Mit dem Mazda. Den haben wir jetzt persönlich noch nicht gefahren. Wir schauen uns trotzdem das Auto mal an. Und sehen es hier zum ersten Mal. Vielleicht haben wir ja auch mehr Glück, wenn wir dann den Mazda dementsprechend dann. Was Mazda? Ich glaube. Die Strecke ist schnell, also pass auf. Der kleinste Fehler kann das Ende sein. Ah. Ja, wieder hier. Sei flink wie ein Wachhund. Was machen die denn jetzt hier zwischen noch? Versuch die nächste Kurve später anzubremsen. Wenn du weiter so fleißig überholst, hast du den Sieg sicher. Ich
keine Kollision. Müssen wir vermuten. Gar nicht schön, die Rampen. Ah, schon wieder den Rempler hier in der gleichen Kurve. Bleib auf der Rennlinie. Du kannst ja diese Einschläge nicht leisten. Dann lassen wir das Ganze und fangen von neu an. Das ist super. Jeder überholte Gegner ist ein Schritt in Richtung Sieg. Schlimm hier. Musst du mir auch hier auf meiner Fahrbahn noch entgegenkommen? Muss ich da jetzt gegen jemanden fahren? Zwei zurück sind wir gerade. Nur überholen, auch wenn es wirklich sicher ist. Was drin ist. Schon wieder 23, 24.000 Punkte hier. Jetzt hat der mich mit Absicht gerade geremmelt. Er fährt schon wieder hier die äußere Kurve. Der provoziert. Muss er nicht sein, in der letzten Kurve. Sein letzter Rücksitzer können wir auch hier nochmal einsetzen. Alles oder nichts. Boah, Ziel erfüllt hier. Ein schönes Promo-Event mit schön vielen Punkten. Fast 40.000 Punkte. Gut gemacht. Ey, gerade mal 9. Hätte ich ja noch schlafen gehen können bei. Schön, schönes Ding hier. Promo-Events bringen wenig Fans, muss ich sagen. Wenig Fans. Gut gemacht. Es ist sehr wichtig, noch vor Saisonbeginn neue Fans für die WSR zu gewinnen. Zwei Saisonziele. Wir fahren noch ein weiteres Promo. Dann holen wir uns gleich noch die Fahrzeuge. Oh, was ist das denn hier? Ford. Ford Focus ST. Na super. Hier will in die Steinzeit zurück hier. Grandiose Misty
Ja, mich doch gar keiner haben. Mich mit einem Ford Focus bitte fahren hier. Ford Focus. In diesem Event musst du dich ganz auf dein spontanes Urteil verlassen. Die Route wird sich ständig ändern, also kommt es vor allem auf dein Timing und auf deine Auffassungsgabe an. Das sieht ja mega hässlich aus. Dann würde ich lieber den Golf fahren. Meiste Distanz zurücklegen und dafür 6 Minuten. Sieht von hinten so mordsöl aus. Kostet viel Zeit. Push jetzt. So eine viel Zeit. Viel Zeit kostet ein Gelaber. Halt. Das Fahrzeug schon verzogen. Einfach nur schlecht dieses Auto. So blau getönt. Vergiss das, die Kurve, das war ja mal. Wen soll das vorhin in der Kurve sein, ey? Ja gleich fahr gegen die Wand und lass dein Auto stehen. Mal aufgefallen, Spoiler, race me. Nee. Race me, nee, auf jeden Fall nicht. Pack mich in eine Garage und lass mich stehen, bis ich alt und verkannt bin. Das passt eher bei diesem Auto. Definitiv nicht schön. Gibt schönere von vorne. Hier ist ein Ford Mustang, Ford GT. Richtig, ein Ford GT und nicht Ford Focus GT hier. Ein billiger Klatscher von nebenan, ey. Ist wieder unsere schöne Kurve. Keine Bodenhaftung dazu. Wenn der Kurve dahin ein bisschen schneller fährt und noch 3 Minuten schiebt es sich gleich raus. Und man merkt voll, wie die. Man merkt gar nicht, wie diese Strecke sich einfach verändert. Sie verändert sich einfach und es ist mega gewöhnungsbedürftig sowas. Also es ist eigentlich wie fast wie ein Sprint, du fährst einfach dauerhaft irgendwo lang. Außer wenn du dich ab und zu mal doppelt lang fährst, diese Strecken. Das ist heißt halt ein Sprint, nicht wirklich. Ich empfinde es aber fast auch wie ein Sprint, muss man sagen. Zeit rennt bei so einem Rennen, ey, das ist ganz schön. 2 Minuten. Krass. Hey, wie eine Kurve. Schon wieder hier. Oh, schon wieder in Achtung stehen. Schon wieder zu viel Schaden hier.